Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Gaming Pros, wieder mit mir, dem Alex natürlich. Ja, und in der letzten Folge konnten wir sehr erfreulich, leider nur auf Halbprofi, 3-1 gewinnen gegen, wer war das? Ich komme schon nicht mehr dran hin. Hannover war das, genau, Hannover. Ich würde einfach mal sagen, ich mach mal weiter bei sie. Wo ich mich schon dran erinnere gerade, ich muss... Letztes Spiel war wieder Halbprofi, nach dem vorletzten Spiel, was auf Profi war. Werde ich aber wahrscheinlich gleich mal intervenieren und, Fremdwort for the win. Und werde, das mal wieder auf Profi hochstellen. Dann mal gucken, wie ich dann verkacken werde, wenn ich auf Profi spiele. Werde ich wahrscheinlich wieder gegen den nächsten Gegner, der Nürnberg sein wird, wie wir hier sehen. Ja, wieder verkacken. Aber naja, wir wollen es ja mal herausfordern, unser Glück bzw. unser Können. Wenn die Simulation dann vorbei ist und ich habe auch schon 2 Mails im Büro, nachdem ich die dann mir angeguckt habe, was FC Augsburg hofft, Salapinidis bald zu verpflichten. Das ist der in der Nationalmannschaft für Griechenland spielt. Ja. Ich bin gebildet. Ich weiß, wer wo spielt. Wie das Menü hier gerade wieder am Laggen ist. Ihr seht es ja selbst, ey. Oh, Alter. Ich weiß nicht, was die da machen, ey. Ob die da mit dem Designaufbau schon die Blazy 3 überfordern oder was da los ist. Aktuell ist aus Spanien, ja, das habe ich mir gerade aber irgendwie keinen Bock anzugucken. Vor allem, weil hier stehen irgendwie sowieso Spiele drin, die scheiß teuer sind, die von Barca sind. Das ist irgendwie, mag ich das System nicht so. Wenn, dann hole ich mir, kein Bock auf Pressekonferenz. Wenn, dann hole ich mir die Spiele eher so nach eigenem Wissen und eigenen Vorstellungen und so weiter. Ja, ich könnte direkt das nächste Spiel machen oder ich gucke erstmal gerade, wie ich das mit den Einstellungen hier machen kann. Weiß ich gerade nämlich auch noch nicht. Wieder Premium vorbereitet hier. Ich mach's einfach dann wenn ich hier das Spiel gestartet habe unter Zentrale. Oh Leute, ihr merkt gerade, wie langsam das hier lädt, ey. Ach, das geht ja gar nicht irgendwie. Ich hoffe wirklich, dass das wirklich nur daran liegt, dass schon dieser Designaufbau die Blazy 3 fickt. Und das dann bei Blazy 4. Die wir wahrscheinlich bei allererst, müssen wir noch genau abstimmen, weil wir werden sie nicht ab dem ersten Zeitpunkt haben, sondern erst ab, Ende Dezember, Anfang Januar oder Januar, Ende, keine Ahnung. Irgendwann werden wir auch, auf die Blazy 4 umsteigen, aber bis dahin halt weiterhin auf der Blazy 3. Und wie gesagt, nicht direkt ab Realize. Wir müssen uns ja, wie gesagt, alle drei darauf auch abstimmen, weil wäre ja blöd, wenn der eine sich irgendwie die Blazy 4 holt, dann seine Blazy 3 verkauft und der andere hat immer noch eine Blazy 3 und zockt da drauf, da können wir ja nicht mehr gegeneinander zocken. Deswegen müssen wir uns auch natürlich drauf, das untereinander absprechen, wann wir denn dann eben, umsteigen. So, ich gucke hier gerade mal die ganzen Sachen an. Und hier gehe ich auf Profi. Und mache mich damit selbst kaputt. Egal. Wetter passt mir auch sehr gut in den Kram. Und ich kann auch gerade ins Teammanagement gucken, ob er das jetzt übernommen hat. Ich denke mal wahrscheinlich nein. Deswegen möchte ich es gerade mal manuell anpassen. Genau, er hat es nicht übernommen. Dann mache ich es gerade mal manuell wieder auf 4-3-3 offensiv. Ich bin ja eben, er hat zwar im letzten Spiel gemerkt, dass ich sehr, sehr oft da hinten dann, was kassieren kann, aber ich bin sowieso der eher nach vorne Spieler und viele Tore macher. Und ich darf dann halt nur nicht verkacken und, wenig Tore machen, weil das wäre das, was dann fatal wäre. Besonders jetzt auf Profi. So, hi Mo Wasserschneider. Andere Let's Player mögen ja ganz besonders den Typen. So, mal cut. So, ich weiß auch nicht, was da irgendwie los ist mit den Schiris, weil irgendwie hat es eigentlich erstmal gehießen, irgendwie so 3-4 Monate bevor FIFA irgendwie rauskam, hat es gehießen, dass jetzt auch die Schiedsrichter lizenziert werden und dass dann auch die echten Schiedsrichternamen da sind, aber irgendwie anscheinend doch nicht. War anscheinend doch eine Fehleinschätzung oder eine Fehlinformation von irgendwelchen Medien, weiß ich nicht, aber naja, wie wir jetzt sehen, gibt's das ja nicht. So, jetzt gehen wir hier erstmal direkt drauf und gucken mal hier, wupp, Alter, sehr schön. Zack, dahin, hier mal hin.
Wow, Junge, Junge. Nein, jetzt sind die am Ball. Das passt mir nicht. Scheiß Nürnberg. So, wir sind wieder am Ball. Sehr gut. Und nein. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Mein Ball. Nein. So. Hierhin. Jetzt habe ich da schon meinen Ball hin, aber. Oh, Leute, was ist das für ein Pass gewesen jetzt, ey? Der sollte Premium kommen und nicht Scheiße. So, hier, hallo, dahin, danke. Und jetzt, boah. Machen wir mal hier unten wieder hin. Boah, nee, ich hab gedacht, der kommt davon mal oben ein bisschen nach, aber kam er halt nicht. Ist dann etwas problematisch, vor allem wenn jemand an Dante vorbeikommt, dann ist immer problematisch. So, jetzt kommt, geht hier nochmal rein. Nein, ihr könnt mir mal die Nougat lecken. Die Nougat lecken. Yeah, das war wieder grammatisches Oberdeutsch. Alter, fast Tor kassiert. Das geht gar nicht klar, Leute. Gar nicht. So, Kopfball. So, komm hier, sehr schön. Holt er sich den ganzen Ball und, ja, läuft. Oh, Alter. Nein, jetzt gib mir den Scheißball, du Gammeltyp da, ey. Oh nein, Leute, komm. Mann, ey, guck mal, jetzt merkt man wieder, dass die teilweise über Strecken hier dominieren und das passt mir überhaupt nicht. Wenn die hier irgendwie durch mein Dante und durch meine Abwehr durchkommen. Das ist so, sind so Sachen, die gefallen mir einfach nicht. Und die gehören sich auch nicht. Weißt du, da reg ich mich einfach immer prinzipiell auf. Wenn die mehr Anteile am Spiel haben als ich. Nee, 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 so geht das nicht. Vor allem so eine schwule Scheiße passt mir wieder nicht. Heißt, ich habe hier wieder keinen Zugriff aufs Spiel, ey. Guck, genau das meine ich. Genau so eine Gammelscheiße. Und da gibt es auch andere Let's Player wieder, die sich darüber aufregen. Und da haben sie auch ganz recht mit. Weil manchmal ist EA wirklich behindert, was irgendwelche Sachen betrifft. Wie oft irgendwelche Mitspieler failen, ist auch teilweise voll übertrieben. Sowas wird im Echt, gibt's niemals so viel Fails. Oh, wie nimmt denn der den Ball an zum Beispiel? Ohne Scheiß, ey. Ich meine, ich spiele hier mit Bayern und ja, diese Ballannahme ist irgendwie, das ist mir so der größte Dorn im Auge, weil die ist nicht personalisiert auf die Spielerstärke oder auf den Spieler, wie gut oder scheiße der ist, sondern die ist irgendwie bei denen einfach nur auf Zufall getrimmt. Und dass man sich dann aufregt, ist doch sowieso klar, weil man erwartet natürlich von einem Top-Spieler auch, dass er top den Ball annimmt. Die gehen mir gerade alle gehörig auf den Sack und vor allen Dingen, weil ich, weißt du, man drückt was und die setzen es nicht so um, wie man es möchte. Ich wollte zum Beispiel gerade nicht, dass er da ganz hoch passt, sondern dass er da so halb hoch passt. Das interessiert ihn einfach nicht. Oder hier, ich werde so bedrängt, interessiert keinen. Ah ja, doch, es interessiert mal den Schiri. Wow. Irgendwie. Guck mal, und was ist das? Das ist ein Pass auf 2 Zentimeter, auf 3 Meter. Und der Ball verspringt. Wollt ihr mich verarschen? Und da kann ich mich immer wieder nur aufregen. Das ist einfach nur pure Verarsche wieder. So, jetzt hier. Hole. Alter. Und das. Leute, ich glaube, ich werde wieder auf Halbprofi spielen. Mich regt es einfach so auf, wenn der Gegner meint, mich verarschen zu müssen, die CPU. Es geht mir immer so auf die Kochonnes, ey. Das geht mir schon bei Online-Gegnern immer auf den Sack. Nur da weiß ich, die können es auch. Wenn es die CPU. Und so eine Gammelscheiße ist meistens ein Tor, was eben gerade passiert ist. Kann ich froh sein, dass es gerade nicht zum Tor geführt hat. Guck mal, hier renne ich wieder sinnlos in eine Wand rein, ey. Gucken, hier hält der Torwart einen Ball, obwohl er eigentlich relativ gut geschossen war von Mandzukic, ey. Ah, Mann, 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 es geht schon wieder auf die Eier gerade. Ich muss doch auf Halbprofi spielen. Das regt mich schon zu sehr auf hier, ey. Ich habe ja am Ende bei FIFA 13 die ganze Zeit auf Profi gespielt, hatte auch keinen Stress, aber hier wird es mir sonst viel Stress, ey. Moment. Ach, komm, jetzt mach doch mal hier hin, ne? Oh, Leute. Das ist einfach. Oh, sorry, das war auch behindert. Das war von mir behindert, muss ich zugeben. Das war zu, Alter, Leute, was macht ihr denn da? Ach. Irgendwie bin ich gerade scheiße, ey. Das geht mir so auf die Eier. 0-0 immer noch, ey. Könnt mir mal dick die Eier lutschen hier, scheiß Lutscher. Guck mal, vor allem, was ist das für eine Kacke hier? Da mache ich einen vernünftigen Pass und der rennt einfach gegen den. Ah, Leute.
Und dieses Vorbeirennen, hier geht mir gerade so auf die Eier. Und dieses einfache Austricksen lassen ist das Schlimmste, ehrlich. Ich drücke irgendeine Richtung und er macht die Richtung nicht, die ich ihm sage. Oder ich drücke irgendeine Flanke, er macht sie nicht. Ja gut, hier rumzutricksen bringt es jetzt auch nicht großartig. Ja, Alter, genau, und da wird wieder rückgepfiffen bei jeder Kleinigkeit. Das geht alles so auf die Eier gerade jetzt schon wieder. Sorry Leute, ich wieder nur am Ragen gerade bin, aber es ist einfach so. Ich muss mich wieder aufregen. So. So, Mann, ey, jetzt komm auf. Jetzt mach hin. Ich will den Ball haben, jetzt gibt mir den Testball. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Der springt einfach drüber. Einfach drüber. Ist sowas geht doch gar nicht klar. Komm, jetzt nimm den Ball ab. Mann, jetzt. Geh mir nicht auf die Eier hier, ohne Scheiße, Drecksgegner. Ich bin so auf dem Piss gerade. Und vor allem der Ball hier rollt hier viel zu langsam. Guck doch mal, wie schwul der Ball da rollt, ey. Geh doch hin. Oh, was ist für ein Kopfball? Vor allem, ich drück direkt passen und die können das noch nicht direkt umsetzen. Oh, Leute. Mann, ey, jetzt bin ich gerade auf Rage. Und zwar richtig. Weißt du, weil die reagieren schon wieder nicht so, wie sie sollen. Und sowas geht immer auf die Eier. Ja, komm. Ey, man, diese schwulen Annahmen, weißt du, die sind so homosexuell. Ja, und ich beleidige damit keine Schwulen oder irgendwas, ey. Halbzeit. Und was muss ich machen? Mich schon wieder aufregen, weil es 0-0 steht. Ey, ohne Scheiß, das ist mir zu viel Stress. Das ist mir mein Adrenalin zu viel wert, das auf Profi aktuell zu spielen, ey. Also es sieht mich wie die Spasten zur Halbzeit spielen. Die gehen mir am Arsch vorbei. So, Götze. Zeig mal, was du kannst. Du kannst nämlich gar nichts, genau. Oh, Leute, ich spiele hin und der rennt in die andere Richtung, ey. Das ist mir so Premium. Weil irgendwie kommen die immer an den Ball, weißt du? Wenn man irgendwo passt, kommt da immer einer noch an den Ball und kann einem irgendwie die Situation versauen. Auch wenn er nicht mehr an den Ball kommt, aber der tickt da irgendwie dran, dass er einem die Situation versaut. So, hier. Guck mal, was ist das für eine Ballannahme? Da ist der andere schon fast wieder bei mir, der da hinten war. Nur wegen der schlechten Ballannahme. Und da bringt mir das echt, ehrlich gesagt, alles nix. Oh, was ist schon wieder, ey? Weißt du, man macht hier irgendwelche Bälle, es funktioniert nix gerade hier schon wieder. Es funktioniert einfach nix von meinem herkömmlichen Spiel. Ja, guck, und dann war schon mal so eine geile Aktion, dann ist es wieder so ein Gammel-Abseits, weißt du? Wegen ein paar Zentimetern. Gut, waren jetzt ein paar mehr Zentimeter, aber es ist trotzdem dasselbe. Genau, Alter, das war faul. Das interessiert ihn auch nicht. Das war Notaktion. Was ist das, Mann? Genau, ist kein Foul, ist klar. Sowas von logisch, ey. Sowas von logisch. Genau, ey. So. Mann, ey, was ist das für eine Scheiße, ey? Oh, Mann, ey, meine Nase juckt gerade so extrem. Nein, oh, weißt du, geh doch mal hin, ey, wie die da schwul vor dem rumdancen, ey. Ich spiele nächste Folge auf jeden Fall wieder auf Halbprofi. Das ist mir mein Blutdruck zu viel wert, ey. Wenn du jetzt verkackst, da verkackt der Neuer fast. Alter, ohne Scheiß, das ist mir zu viel Stress gerade. Einfach zu viel Stress, ich muss mich viel zu viel aufregen, weil die nicht so funktionieren, wie sie so. Das ist ja nicht mal das Problem, dass die Gegner gut sind. Das Problem ist, dass die Leute nicht so reagieren, wie sie sollen bei mir. Guck, die gehen einfach nicht zum Ball hin und da kann ich einfach nichts machen, mal heftig. Und das ist das. Das hat Halbprofi oder Profi hat nichts damit zu tun, dass irgendwie man selbst besser spielen muss. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass die eigenen Spieler schlechter werden. Die kriegen nichts mehr gebacken. Und die hier machen immer mehr Gammeltricks, die einem auch voll auf die Eier gehen. Wo man einfach nichts gegen machen kann, ey. In der Situation. Och jetzt, Mann, ey, jetzt wechseln die aus. Das geht mir sowas von einem Arsch vorbei, was die machen. Wenn die jetzt noch ein Tor machen, dann raste ich komplett aus. Dann ist wieder alles hier da. Was, Elfmeter? Ohne Scheiße, das ist schon wieder geschenkte Scheiße für die.
Nee, ist doch irgendwie jedes Mal so eine schwule Kacke, kriegen die jedes Mal zugesprochen, ey. Aber warum, wie soll man sich bei so einer Kacke nicht aufregen, ey? Ich drück nach links, mein Stick war nach links und der springt immer 20 Jahre später. Mann, meine Nase geht mir auch gerade auf die Eier, ich schrie gerade alles auf, Leute. Bin schon wieder eine Rage-Folge, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Das war wieder einfach nur so eine Kacke hier, was soll ich da denn machen, ey? Vor allem, die funktionieren ja nicht so, wie ich will. Guck mal hier, ich hab auch, das ist auch auf schnell eingestelltes Spiel. Der Spielstil. Aber was macht das hier? Die sind alle trotzdem noch voll langsam. Ach genau, da habe ich auch nicht das Luck, dass da mal jemand steht oder sowas, ne? Nee. Never ever. Alter, Junge. Alter, Junge, es geht doch mal, ey. Weißt du, wie die eine nach dem anderen verkacken, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Riecht mich gerade auf hier. Lauf doch. Ey, das ist Ribéry. Ach genau, ey, der darf da rumfuchteln mit seiner Gammelhand, ey. Scheiß Wichser, ey. Dreckstorwart, das ist Schäfer, Mann, der kann nix, in echt. Ach, jetzt geh doch hin, du Schwulette. Ja, was ist denn daran faul? Ich hab Ball gespielt schon mal, gehört? Ball gespielt. Schwuchtelschiri, ey. Ach, geh mich auf die Eier. Das Spieler da. Ohne Kack, was soll ich denn, wenn das hier so dickflüssig ist, was soll ich da machen, ey? Ohne Kack. Ja, Mann, wenigstens so ein Tor gemacht. Wupp, 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 Gang im Style. Gib mir einmal auf die Eier, ey. Hurensöhne. Da kann man nichts machen, außer tricksen bei denen, ey. Ohne Scheiß, ey. Und vor allem, das ist Nürnberg und die Spieler tricksen rum. Wie unrealistisch ist das denn bitte, ey? Nürnberg und die Spieler tricksen hier am Arsch, ey. Die sind froh, wenn sie Ball irgendwas machen können gegen Bayern. Wenn sie überhaupt mal 5% Ballbesitz haben, sind sie froh gegen Bayern. So, geh hin. Oh, guck, das ist so eine schwule Kacke. So spielen die ihn echt gar nicht. Weil die für viel zu inkompetent sind. Und vor allem gegen Bayern zu inkompetent. So, lauf durch. Guck, vor allen Dingen, genau, die sind schneller als wie Müller, ey. Ist doch klar. Ja, komm jetzt. Oh, was ist das denn für das Seitenwechsel hier? Nochmal. Ach genau, ey. Da steht der andere einfach nicht an seinem scheiß Spot, ey. So was wird es bei Bayern nie geben. Wenn einer da einmal falsch stehen würde, wird das nächste Spiel nicht mehr spielen, ey. Ist einfach so. Und dieser scheiß Schäfer hält einfach alles, ey. Ist klar. Köpf jetzt, Mann. Was ist hier schon wieder los, ey? Oh, Leute. Ich reg mich auf. Köpf jetzt. Mann, ey. Wie ich hier schon wieder kein Kriege, Mann, ey. Ich reg mich gerade auf hier. Meine Nase juckt auch gerade so extrem. Weißt du, vorher ist alles gechillt. Ich nehme auf, was ist? Nase juckt wie behindert. Ist klar, ey. Fuck you, scheiß Körper, ey. Mann, ey. Komm jetzt. Hallo. Wie das hier alles teilweise Ewigkeiten braucht, bis es ankommt, ey. Och, Mann, ey, ohne Kack. So Tricks kennen die ihn echt nicht mal. Fickt euch doch. Mann, ey. Vor allem das Getrickste regt auf, weil in echt tricksen die eh nix, weil die eh nix können, weißt du? Genau, Ribéry kann man echt voll den Ball abnehmen, ey. Klar, fickt euch einfach nur, fickt euch alle. Hallo, faul! Ach ja, komm. Mann! Gib mir die Knochen. Genau, Junge, ohne Scheiß, ey. Wie behindert ist der denn? Lässt sich von so einem Nougat verarschen. Leute, ich schwöre euch eins. Nie wieder. Oder zumindest die nächste Zeit. Nicht Profi, ey.
Ist mir scheißegal, was ihr in die Kommentare schreibt. Ihr könnt scheiße sein, ihr schreibt das scheiße. Es geht mir am Arsch vorbei, okay? Sie sagen, warum? Weil ihr einfach behindert ist, okay? Man schaltet seinen Spielgrad von Halbprofi auf Profi und was ist? Nee, nicht der Gegner wird nur zum einen besser, was ja vertretbar ist. Nein, der Gegner fängt an, sinnlos rumzutricksen. Nürnberg trickst, man. Die können, wissen gar nicht, wie das funktioniert in echt, okay? Die sind gegen Bayern froh, wenn sie 5% Ballbesitz haben. Und was ist sonst noch? Ja, was ist sonst noch, hä? Ja. Und noch dazu werden meine Spieler schlechter. Meine eigenen Spieler werden, wenn ich den Schwierigkeitsgrad höre, schlechter. Genau, Premium, yeah. Eure Logik muss man mal verstanden haben. Naja, ich sag nur eins, nächste Folge wieder auf Halbprofi. Mir ist scheißegal, was da irgendwelche Leute zu in der Kommentare schreiben. Fuck you all who hate me. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.